Mit diesem kleinen Intro wollen wir Sie natürlich recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Seminar hier im Hause Klöpfer. Diesmal zum Thema barrierefreie Türen, alles Wissenswerte, was es darüber zu wissen gibt und auf was man achten sollte. Und das Ganze wird von unserem Türenexperten Markus Bauer natürlich präsentiert. Hallo Markus, servus, grüß dich. Hallo Michael und hallo zusammen. Genau. Und so, wie Sie es auch natürlich gewohnt sind, bekommen Sie im Anschluss auch die Aufzeichnung beziehungsweise auch die Unterlagen, die wir jetzt gleich sehen werden, dann auch nochmal per Mail zugesandt. Sie haben aber hier in der Live-Schalte natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dafür nutzen Sie am besten den Chat. Wir werden dann eine Fragerunde machen und dann dem Markus dann jede Frage ausführlich beantworten lassen. Und genau, wollen wir auch gar nicht viel Zeit verlieren. Schön, dass Sie, wie gesagt, eingeschaltet haben. Dann legen wir doch gleich los. Vielen Dank, Markus, dass du uns das heute präsentierst. Die Bühne gehört dir. Danke dir. Ja, danke, Michael. Ja, ich will auch direkt loslegen. Und zwar teile ich einmal kurz den Bildschirm. So, Moment. So. Ja, das Thema barrierefreie Türen. Der Michael hatte eben im Vorspann schon auch ja, unseren kleinen Film gezeigt dazu. Das ist eigentlich so die klassische Darstellungsweise, wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht, mit ja, Rollstuhlfahrern, Rollstuhlfahrerinnen, weil es da jedem direkt ersichtlich ist, dass da halt irgendwo eine Barriere entsteht oder entstanden ist und man da entsprechende Lösungen dann auch darstellen muss. Das ist aber nicht alles, worum es sich dreht. Deshalb schauen wir uns auch mal hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten an. Und zwar ist es so, dass in Deutschland 10 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung leben, 13% der Gesamtbevölkerung und 7,6 Millionen davon sogar mit einer Schwerbehinderung. Aber auch jeder andere, wie wir hier ja, stehen, sitzen, zuhören, kann dann auch mal zeitweilig eingeschränkt sein, sei es durch die Kinder, die man trägt oder einen Kinderwagen fährt, durch ja, zum Beispiel Getränkekisten, die man hereinträgt, Gepäck oder halt vorübergehende Unfall- oder Operationsfolgen, dass man halt mal ja, ein Gipsbein hat oder auch einen Arm in Gips. Es gibt halt unterschiedliche Arten der Einschränkungen und im Grunde genommen ja auch unterschiedliche Lösungen, wie das Ganze nachher dann bewerkstelligt werden kann. Dann auch ein Thema, was uns alle angeht, das Alter. Laut Prognosen soll 2030, das ist gar nicht mehr so lange her, jeder Dritte 60 oder älter sein. Und für alle hier genannten Personengruppen wird auch entsprechender Wohnraum benötigt. Das Ganze ist nachher als Ziel, dass man quasi im privaten und öffentlichen Bereich eine höhere Sicherheit schafft. Das heißt, Türen sind einfacher zu verstehen oder das Gesamtgebäude. Aber auch für diejenigen, die keine Einschränkungen haben, ist das Ganze mit einem höheren Komfort nachher verbunden. Das heißt, ich kann die Tür in unserem Fall dann einfach auch besser nutzen oder einfacher nutzen, als es vielleicht unter Umständen sonst möglich wäre. Dann gibt es auch ein paar Normen und Gesetze, die wir uns anschauen müssen. Ja, trockene Theorie im Bereich der rechtlichen Themen. Aber es ist da in vielen Bereichen eigentlich schon seit vielen Jahren ganz klar geregelt. So zum Beispiel im Behindertengleichstellungsgesetz. Barrierefrei sind bauliche Anlagen, wenn sie für Menschen mit und ohne Behinderung in der üblichen Weise, ohne Erschwernis und ohne Hilfe nutzbar sind. Das werden wir auch nachher nochmal sehen. Es geht im Grunde genommen darum, die Personen mit Einschränkungen eigentlich dann auch in der Bedienung eines Gebäudes gleichzusetzen mit den Personen, die keinerlei Einschränkungen haben. Da gibt es das Bundesbeamtengesetz. Da ist auch festgeschrieben, dass die Neubauten oder Um- und Erweiterungsbauten des Bundes auch barrierefrei gestaltet werden sollen nach den anerkannten Regeln der Technik. Was sind anerkannte Regeln der Technik? Zum Beispiel auch Normen. Und da werden wir uns gleich ein paar Punkte anschauen. Und wo wir es halt überall finden, das heißt quasi für jedes Bauvorhaben eigentlich eine geltende Rechtsprechung oder Vorgabe, das sind die Bauordnungen. Wir schauen uns die Musterbauordnung an als Empfehlung des Bundes, aber auch in jeder Landesbauordnung, in jedem Bundesland ist um den Paragraphen 50 herum das barrierefreie Bauen separat erwähnt. Und da gibt es dann halt Vorgaben, wie viele Wohnungen in welchen Geschossen barrierefrei erreichbar sein müssen. Und dazu zählt dann nicht nur der Zugang zu der Wohnung, sondern auch die Nutzung der Wohnung mit den Wohn- und Schlafräumen, Toiletten, Badezimmern und auch der Küche bzw. Kochnische. Dann gibt es auch hier in den Sonderverordnungen, zum Beispiel der Beherbergungsstättenverordnung, auch da wieder Vorgaben. 10% der Gastbetten als Beispiel. Wie gesagt, die Umsetzung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber grundsätzlich für alle weiterführenden Bereiche auch. Dann die Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen. Auch wieder ja, je nach Bundesland unterschiedlich umgesetzt. Die alten Bauregellisten, die das Ganze jetzt abgelöst haben.
Ja, und da gibt es einen Verweis auf die DIN 18040, die dann auch wieder aus der Bauordnung verbindlich ist, also so eine Verknüpfung in mehrere Richtungen. Wir werden also immer irgendwo wieder auf die Bauordnung treffen oder auf diese DIN 18040, die wir uns dann gleich auch noch ein bisschen genauer anschauen wollen. Ja, und dann gibt es noch weitere Vorgaben, Beispiele die Arbeitsstättenrichtlinien. Arbeitgeber sind auch immer dazu verpflichtet, ab einer gewissen ja, Arbeitnehmeranzahl dann auch gewisse Anzahl von Arbeitsräumen und Arbeitsstätten entsprechend barrierefrei zu gestalten, was den Zugang und auch die Nutzung betrifft. Und auch gerade die Unfallverhütungsvorschriften, die dann da wieder zum Tragen kommen, sagen auch klipp und klar, was wie gestaltet sein muss, damit jeder wirklich gefahrlos dann eine Tür zum Beispiel begehen kann. Ja, die 18040, das ja allgemeingültige Normregelwerk im Bereich des barrierefreien Bauen, das ist aufgeteilt in zwei Teile. Teil 1 sind die öffentlich zugänglichen Gebäude, also alles das, was im öffentlichen Bereich dann zu finden ist. Und Teil 2 die Wohnung, wo also auch nachher die privaten Bauten mit in Betracht gezogen werden. Und diese beiden Normen sind kostenfrei über das STMI Bayern zur Verfügung gestellt worden, als eine der wenigen Normen, wo das überhaupt zutrifft. Es stellt dann auch wieder so ein bisschen hervor, wie prekär oder wie aktuell das Thema auch ist. Das ist auch nicht erst jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten freigegeben, sondern auch schon seit ein paar Jahren. Alle anderen Normen muss man ja dann käuflich erwerben bei Beuteverlag und das ist dann hier in diesem Fall dann anders. Die 18040 befasst sich jetzt aber auch nicht nur mit den Türen, sondern auch wieder mit dem Komplettgebäude, von dem Zugang oder der Erschließung nachher, auch wie ein Parkplatz oder eine Zutrittsmöglichkeit aussehen muss, bis zu Geschossgestaltungen oder Ähnlichem, sodass hier wirklich das komplette Gebäude auch wieder betrachtet Jetzt ist die Barrierefreiheit aber auch nichts Neues für uns im Türenwesen oder in der Türenwelt. Auch da finden wir schon seit vielen, vielen Jahren entsprechende Vorgaben, zum Beispiel in der 18101, wo dann zum Beispiel die rollstuhlgerechte Drückerhöhe von 850 mm erwähnt wird. Und auch die steht ja schon seit vielen, vielen Jahren mit drin. Also keine neuen Themen, aber ja, es wird einfach nochmal so ein bisschen mehr in Erinnerung gerufen. Da gibt es eine europäische Norm, die DIN EN 12217. Da geht es um Bedienungskräfte. Wie schwer darf eine Tür zu öffnen sein? Welche Kräfte ich maximal aufbringen darf? Das sind Themen, die nachher auch gemessen werden können, die man also auch mit Nachweisen unter Umständen ja, ausführen kann, was bei anderen Themen nicht unbedingt immer so ganz einfach möglich ist. Und dann gibt es die GUV-Regel für Kindertageseinrichtungen, Kinder, die besonders schützenswert sind oder auch besonders geschützt werden müssen. Dann gibt es dann auch direkte Hinweise zu den Türen, dass diese leicht zu öffnen und zu schließen sein müssen, dass man bei schwergewichtigen Türen Feststellanlagen einsetzen soll und dass die Nebenschließkante, also die Bandseite der Tür, zu schützen ist, damit sich da halt eben keine Kinder die Finger quetschen oder im schlimmsten Fall sogar abtrennen können. Da spricht man dann von diesen ja, Türkonstruktionen bzw. Schutzprofilen, Schutzrollos, das ist das Gängigere. Das klassische Fingerschutzrollo, Fingerschutzprofil der Firma Atma, die es da halt auch mit ihren ja, Namensbezeichnungen tatsächlich in die Norm geschafft haben, also der Wunsch eines jeden Herstellers. Ja, das IFZ oder das IFT Rosenheim, das diese IFZ-Infos rausgibt, hat sich auch mit der Barrierefreiheit befasst. Man kann es jetzt dann auch an der Definition sehen. Man bedient sich da auch anderen Gesetzen. Hat Barrierefreiheit die Eigenschaft von Gebäuden für alle Menschen mit oder ohne Behinderung in der normalen Weise, ohne Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar zu sein. Das Ganze kann man jetzt aber auch noch vereinfachen. Man muss es erkennen, verstehen und erreichen und auch nutzen können. Und auch auf eine Tür kann man das Ganze wieder runterbrechen. Die Tür muss als solche zu erkennen sein, sie muss leicht zu öffnen und zu schließen sein und man muss sie auch sicher passieren können. Ja, sicher passieren, was soll denn da passieren, wenn man durch eine Tür durchgeht? Wenn eine Tür einen Obentürschließer hat und dieser falsch eingestellt ist, dass dann zum Beispiel eine Schließverzögerung am Anfang wirkt, aber nachher die Schließgeschwindigkeit deutlich erhöht wird, die kann auch dafür sorgen, dass man halt einfach im Durchgang durch die Tür, wenn man etwas eingeschränkt ist, zum Beispiel mit dem Rollator, einfach nachher die Tür ins Kreuz bekommt und da tatsächlich dann es zu Verletzungen auch kommen kann. Ja, wie muss das Ganze oder soll das Ganze umgesetzt werden? Normen ja immer als Empfehlungen, als Richtlinien, was man einsetzen kann oder als anerkannte Regel der Technik, wie man es auch sagt. Bei den Planern und Bauträgern ist so, dass sie hier müssen sie was machen, allerdings müssen sie es nur bestmöglich tun. Das ist wieder eine Aufweichung. Das heißt, das, was eigentlich durch den Paragraphen 50 der Bauordnung ja, als geltendes Recht definiert wird, wird dann hier wieder aufgeweicht durch dieses bestmöglich.
Aber trotzdem, man soll halt schauen, wer soll nachher in das Gebäude rein. Der Bauträger weiß es in der Regel nicht, also muss er erstmal versuchen, eigentlich so allumfänglich barrierefrei wie möglich das Ganze zu gestalten. Das kann man aber schon vorneweg sagen, es wird niemals eine 100% barrierefreie Lösung geben. Weder was Maße angeht, gerade im Altbau ist sowas unmöglich. Aber man muss halt auch wirklich immer betrachten, wer bewohnt das Gebäude nachher. Und da macht es einen Unterschied, ob ich den klassischen Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin habe oder eine Person, die blind ist. Beide sind eingeschränkt, haben auch anerkannte Behinderungen, aber die Lösungen für diese beiden Einschränkungen sind einfach mal grundlegend verschieden. Also es wird niemals eine hundertprozentige Lösung geben. Das, was für das eine gut ist, ist für das andere wieder schlecht. Und so muss man eigentlich immer jeden Einzelfall genau betrachten. Also Planer und Bauträger bestmöglich. Der private Bauherr soll sich an diesen Lösungen orientieren. Auch da, ja, ist es keine Verpflichtung gegeben, sodass man eigentlich ja immer wirklich nur eine Empfehlung hat, die diese Normen nachher darstellen. Trotzdem ist es so, dass mittlerweile viele hingehen, das Ganze auch wirklich umsetzen. Es gibt von der KfW ja auch dieses barrierefreie Bauen. Da gibt es Kredit- oder Darlehenslösungen, die jetzt auch wieder für nächstes Jahr neu aufgelegt werden. In vielen Fällen wird das meistens bei den Badezimmern schon genutzt. Dass eine Badewanne, die man seit Jahren nicht genutzt hat, rausfliegt, stattdessen dann eine bodenebene Dusche eingesetzt wird. Und da kann man ja auch im Bereich ja, der Holzprodukte oder der Holzoptiken da schon sehr viel machen, wo man da also das Badezimmer renovieren kann. Ja, und dann spielt auch die Tür nachher wieder eine Rolle, genauso wie in vielen anderen Bereichen der Wohnung auch. Ja, also grundsätzlich erstmal schauen, wer soll diese Wohnung nachher nutzen? Was könnte das Problem sein? Jeder mal für sich betrachtet, alt werden wir hoffentlich alle irgendwann mal. Das heißt, da kann man schon mal ein paar Sachen dann machen. Ja, diese Unfallfolgen, das kann man halt nicht vorhersehen, sondern dann in der Regel erst reagieren, wenn es schon zu spät ist. Aber es gibt Festlegungen, die halt nicht immer Sinn machen. Zum Beispiel die 85 cm Drückerhöhe. Für einen Rollstuhlfahrer ist die gut. Bei großgewachsenen Personen mit Rückenleiden oder auch bei Demenzkranken ist das Ganze aber schädlich. Demenzkranke Personen sind ja wieder etwas besonders zu betrachten, weil es da wirklich tiefste Psychologie ist. Die Personen haben ihr Leben lang einen Drücker auf 1,5 Meter bedient. Das heißt, selbst wenn die den Drücker nachher auf 85 cm sehen, also 20 cm tiefer, sie werden immer mit der Hand auf 1,5 Meter gehen, da aber keinen Drücker finden und somit die Tür nicht öffnen können. Das sind wirklich ganz ja, im Grunde genommen einfache Themen, die man aber kennen muss, um das Ganze auch dann bewältigen zu können. Ja, die Besonderheit der Kindertagesstätten, wir hatten eben schon mal die Nebenschließkantensicherung über Fingerschutzprofil und Fingerschutzrollo, aber es gibt auch noch weitere Vorgaben. Und zwar sind da die Außenkanten der Türen auch als Kita-Kante auszuführen. Kita-Kante bedeutet, dass die Außenkanten der Tür gerundet oder gefasst sein müssen mit mindestens 2 mm. Und da haben wir dann zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder im Bereich der CPL- oder HPL-Oberflächen mit massivem Rahmenholz zu arbeiten, da dann den entsprechenden Radius anzufräsen in einem ja, klar lackierten oder hohen Rahmenholz. Da haben wir aber die Einschränkung mit den 48 mm Türblattstärke, was von den Fertigungsanlagen einfach herrührt. Oder alternativ unsere Premium-Kante, also die Dickkante, die dann auch noch für den stärkeren Schutz der Kante selber sorgt. Auch da sind die Außenkanten aufdeck- und fallseitig oder auch bei einer stumpf einschlagenden Tür entsprechend mit dem 2 mm Radius versehen, sodass auch da die Zulassung für die Kita-Kante gegeben ist. Bei der Premium-Kante arbeiten wir auch immer mit CPL oder Schichtstoffen und haben dann 13 verschiedene Kantenfarben zur Auswahl. Das sind einmal die Karo-Oberflächen in 4 Farbformen, wo dann auch diese Karo-Struktur der Oberfläche auf die Kante weitergeführt wird. Dann haben wir 2 Weißtöne, 9010, 9016, 4 Grautöne und 3 Beige- bzw. Brauntöne, sodass wir daraus nachher eine entsprechende Zuordnung machen können. Wir haben CPL-Dekore, die dann halt ja, eine perfekt passende Kante haben, also gerade bei diesen Karo-Oberflächen oder auch 9010, 9016, auch in den 4 Grautönen. Bei Beige und Braun ist es so, dass wir da keinen Unifarbton als Oberfläche haben, das Ganze aber auch zum Beispiel mit einer Eiche oder Ahornbuche etc. kombiniert werden kann. Soweit für unsere CPL-Oberflächen, aber auch bei den Schichtstoffen gibt es dann Möglichkeiten, sodass wir da einfach mal eine Zuordnung getroffen haben, die aber nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist einfach nur eine Empfehlung, wo wir zum Beispiel sagen, okay, hier zu dieser blauen Tür würden wir eine silbergraue Kante empfehlen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, grau passt mir da nicht. Ich hätte lieber dann ja, eine weiße oder eine beigefarbene Kante da drauf. Dann kann ich auch das machen.
Man sollte nur wissen, dass eigentlich niemals oder ja, auf jeden Fall nicht so schnell möglich sein wird, auch eine passende blaue Kante nachher zu bekommen. Das hat einfach mit den Mindestabnahmemengen zu tun und auch der Lagerfähigkeit dieser Kanten. Dieser Premium-Kantenbereich wird stetig steigen, was die Anzahl angeht. Aber wie gesagt, eine blaue Kante wird einfach aufgrund der Seltenheit in der Regel wahrscheinlich nicht so einfach zu bekommen sein. Ansonsten kann ich mich halt hier austoben. Wie gesagt, gerade im Bereich Weiß wird irgendwo schon eine passende Farbe da sein, auch im Graubereich. Und bei dem anderen muss man halt einfach mal nachfragen, was dem Kunden dann gefällt. Man kann aber auch bewusst hier Akzente setzen. Man kann also mit der Kante nachher eine Tür hervorheben. So kann zum Beispiel auch so eine graue Kante, also eine dunkelgraue Kante bei einem Eichedekor zum Beispiel sehr gut aussehen. Ja, da gibt es noch ein paar allgemeine Bestimmungen. Wir schauen jetzt in die 18040 rein in die Türen herein. Das Umfeld gehört zum Teil zwar auch noch dazu. Und zwar ist die Drückerhöhe einmal festgelegt auf dem Bereich 850 bis 1050 mm, also das, was wir bisher auch schon hatten. Rollstuhlgerecht oder normale Drückerhöhe, man kann sich auch dazwischen aufhalten, aber das sind die zwei im Grunde genommen genormten Bereiche. Wenn dann Taster eingesetzt werden, um eine Tür zu öffnen über Drehflügelantriebe, dann müssen die auf 850 mm sitzen also deutlich tiefer, also diese 20 cm. Meistens werden aber auch großflächige Taster genommen, die auch über einen größeren Bereich nachher dann funktionieren. Dann der Türspion, auch hier das Normmaß 1,40 Meter, man darf aber auch bis 20 cm nach unten gehen auf 1,20 Meter. Das soll dann ermöglichen, dass zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, der sich vielleicht noch zumindest aufrichten kann aus dem Rollstuhl, dann immer noch hindurchschauen kann. In der Regel wäre es hier aber so, dass da eher ein digitaler Spion nachher genommen wird, der auch im Sitzen bedient und auch ersichtlich ist. Dann die Leibungstiefe, also die Wandstärke, die ist auf maximal 260 mm begrenzt, weil sonst die Grifftiefe für den Rollstuhlfahrer zu groß wird, um die Tür zu erreichen, dass man nicht mit dem Rollstuhl an der Tür oder an der Zarge irgendwo hängen bleibt. Und das ist schon eigentlich so der Hauptpunkt, wo man sagen kann, dass im Altbau oder in der Renovierung eigentlich in vielen Bereichen die Barrierefreiheit nicht 100% möglich ist. Es gibt zwar nachher auch Sonderlösungen, wie man da trotzdem was realisieren kann, aber die reinen Vorgaben aus der Norm wird man nicht immer einhalten können, sondern dass die Wandstärke eigentlich das schönste Beispiel. Da gilt es grundsätzlich, dass die Tür mit geringem Kraftaufwand geöffnet und geschlossen werden muss oder können muss. Wie gesagt, das kann man in der Regel nachweisen über Bedienkräfte, die gemessen werden. Da geht es jetzt nicht rein um das Gleitverhalten der Bänder, sondern die Kombination auch Schloss, Schließblech und Drückergarnitur mit der jeweiligen Tür. Wie viel Kraft muss ich nachher aufbringen, um tatsächlich die Tür dann auch bedienen zu können? Dann werden Bewegungsflächen vorgegeben. Türschwellen sind nicht zulässig, wobei wir die eigentlich ja gar nicht mehr brauchen im Bereich der Innentüren, eigentlich sowieso schon lange nicht mehr. Jetzt sind hier in Ausnahmefällen bis 20 mm Schwelle zulässig und jetzt geht es hier nicht um Halbrundschwellen oder Ähnliches, sondern eine klassische rechteckige Schwelle. Die normalen Bodentrennschwellen, die man kennt, die fallen in diese Betrachtung gar nicht mit hinein. Dann geht es um eine kontrastreiche Gestaltung für die sehbehinderten Menschen, also nicht einfach nur schwarz-weiß oder hell-dunkel, sondern man kann auch hier einen Leuchtdichte-Kontrast errechnen. Auch da werden wir noch so ein bisschen drauf eingehen, wie auf die übrigen Punkte auch. Dann geht es um die Sanitärräume. Hier immer der Türaufschlag nach außen und von außen entriegelbar. Und auch das ist nichts Neues. Das haben alle Standard-Drückergarnituren im WC-Bereich jetzt schon. Entweder die Notentriegelung über den Schlitz, wo man früher mit einer 5-Mark-Münze öffnen konnte, heute mit einem Schraubendreher oder Ähnlichem, mit einem Vierkant. Auch da gibt es Möglichkeiten und selbst, ja, komplett schlüssel- oder rosettenlose Varianten, die auch immer über eine Notentriegelung von außen verfügen, dass im Falle eines Unfalls der Person dann auch geholfen werden kann. Deshalb auch der Türaufschlag nach außen, dass ich die Tür nicht in den kleinen Baderaum oder in das kleine WC öffnen muss und da eventuell die verunfallte Person diese Tür dann verklemmen würde. Ja, dann Rettungswege, da immer der Türaufschlag in Fluchtrichtung. Er darf aber nicht in einen anderen Fluchtweg aufschlagen, also da anderen Personen, die gerade auf der Flucht sind, ja, direkt vor den Kopf knallen, sondern dann muss dann in der Regel mit so Nischenlösungen auch gearbeitet werden, dass die Tür etwas zurückversetzt wird und generell die Griffform, wie man es auch zum Beispiel aus den Panik- oder Notausgangverschlüssen kennt, in Bogen- oder U-Form, also zur Tür zurückgebildet, um da nicht mit Klamotten, Ärmeln oder Taschen von Jacken hängen bleiben zu können. Und im Bereich der Schiebetüren sind wir nicht bei fingerbetätigten Beschlägen, also Griffmuscheln, sondern bei Stangengriffen oder Bügelgriffen, die dann immer senkrecht da angebracht werden müssen.
Ja, da gibt es noch Mindestmaße, die einzuhalten sind. Auch wieder das klassische Thema Altbau oder generell Planung. Also da werden auch viele Architekten mit Sicherheit schon dran verzweifeln, alle Maße da umzusetzen, weshalb meistens irgendwo dann doch wieder irgendwas nicht passt. Da gibt es einmal die lichte Durchgangsbreite für die verschiedenen Arten der Nutzung, also der Wohnungseingangstür oder im Wohnheim der Tagesstätte die 900 mm. Dann 800 mm innerhalb der Wohnung. Das sind immer noch Bereiche, wo ich mit einem Rollstuhl oder auch einem Rollator vernünftig durchkomme. Und ja, in Pflegeheimen, Krankenhäusern dann auch 1,25 Meter, da wo dann bettlägerige Personen auch mit dem Krankenbett hindurchgefahren werden müssen. Jetzt haben wir hier keine Normmaße der Türen, sondern es sind einfach Maße, die sich aus der Nutzung nachher ergeben haben. Genauso ist es im Bereich der Höhe, 2,5 Meter. Das heißt, da sind eigentlich schon 80% der Türen raus, weil wir da mit der 1,985er Standardtür, die halt immer noch zu größten Teilen eingesetzt wird, nicht hinkommen. Und diese 2,5 Meter stammen zum Beispiel von diesen Infusionsrollenständern. Jemand, der schon eine Infusion bekommen hat im Krankenhaus und damit mal zur Toilette oder spazieren gehen wollte, der kriegt so einen Rollenständer, wo diese Infusion dranhängt. Und daher kommen diese 2,5 Meter. Da sind die Bewegungsflächen definiert, aufdeckseitig 1,50 Meter mal 1,50 Meter, auf der Fallseite 1,50 Meter mal 1,20 Meter. Auch da, das wird nicht immer alles einzuhalten sein, genauso wie der Abstand vom Drücker zu begrenzenden Wänden und halt einen Einklemmschutz auch sicherzustellen, genügend Platz zur Verfügung zu stellen, dass man sich da noch hinstellen kann. Ja, und dann auch Abstand zu Treppenabgängen oder Ähnlichem, dass man also da ja nicht Gefahr läuft, wenn die Tür aufgezogen wird aus dem Rollstuhl heraus, dass man dann rückwärts nachher die Treppe runterfährt. Für Schiebetüren gibt es dann ähnliche Vorgaben. Die Bewegungsflächen verändern sich ein bisschen. Beidseitig 1,90 Meter mal 1,20 Meter. Lichte Durchgangsbreite ist die 800 mm nicht mehr erlaubt, sondern wir sind nur noch bei 900 oder 1,25 Meter. Aber ansonsten diese klassischen Maßvorgaben, die man dann hier sehen kann. Wichtig ist dann zu wissen, dass wir bei der lichten Durchgangsbreite, die wir gesehen haben, nicht das lichte Durchgangsmaß meinen, das, was wir zum Beispiel auch den Auftragsbestätigungen angeben, sondern die nutzbare Breite. Und da zählen dann auch in die Öffnung hereinragende Beschläge mit dazu. In der Regel der Drücker, Standarddrücker, der 75 mm in die Öffnung eigentlich hineinragen kann noch, wenn die Tür nur 90 Grad geöffnet ist. Dieses Maß muss dann auch berücksichtigt werden. Das heißt, die Tür muss entweder über 90 Grad zu öffnen sein, je nach Maß, oder aber ich muss dafür sorgen, dass nachher die Tür einfach breiter wird, um diese Maße einzuhalten. Wie gesagt, immer in Abwägung, was nachher irgendwo überhaupt technisch möglich wäre. Also im Zweifel die Tür breiter machen. Aber auch da, das Loch in der Wand ist eigentlich schon da, bevor wir mit den Türen da hinkommen oder das Aufmaß machen, sodass da meistens der Gestaltungsspielraum etwas leidet auch. Das Ganze auch mal kurz bildlich dargestellt am Standard der 98500 Tür, die ja von ihrem Maß her grundsätzlich schon mal die Möglichkeit gibt, diese 900 mm aufzuweisen. Bei einem Öffnungswinkel von 96 Grad ist der Drücker komplett aus der Öffnung heraus. Wir haben 942 mm Durchgang. Diese Ausführung wäre in Ordnung. Wenn es aber hier auf der linken Seite jetzt einfach eine Wand kommt, wo der Drücker oder auch ein eventueller Obentürschließer gegenschlägt, dann ist die Öffnung auf 865 verringert. Diese Ausführung wäre nicht in Ordnung. Ich müsste dann dafür sorgen, dass irgendwie die Tür doch weiter geöffnet werden kann, durch zum Beispiel eine Mulde in der Wand, die eingelassen wird, die den Drücker dann auch wieder zulässt, eventuell auch beim Obentürschließer oder halt durch andere Montagearten oder die Verbreiterung der Tür. Dann schauen wir uns kurz den Leuchtdichte-Kontrast an. Also wie gesagt, nicht nur der Unterschied hell-dunkel oder ja, gelb zu blau oder grün zu, rosa, sondern es muss wirklich auch, es kann errechnet werden. Und da sind diese Beispielbilder hier eigentlich ganz interessant. Hier oben kann man sehen, also die zwei Farbtöne, die auch für Farbenblinde auf der rechten Darstellung gut zu unterscheiden sind. Und hier unten das Gelb zu dem Blau, was eigentlich einen großen Kontrast schon darstellt, was aber den gleichen Leuchtdichte-Kontrast nachher hat. Das heißt, für den Farbenblinden einfach keine Hervorhebung mehr stattfindet und die Tür halt nicht mehr als solche erkannt oder die Betätigungsfunktion erkannt werden kann und dann ja zu Problemen so führen kann. Es geht auch nicht immer nur um die Farbenblinden, sondern es kann ja auch sein, dass einfach die Sehkraft eingeschränkt ist, dass man nur noch 10% Restsehstärke hat oder ähnliches. Und da geht es darum, einfach die Bedienung der Tür oder die Tür an sich auch hervorzuheben. Und da gibt es dann Werte, die auch vorgegeben sind. Da kann man mal den schönen Paragraphen- und Normendschungel Deutschlands nochmal schön hervorheben. Die Musterbauordnung oder die Bauordnung verweisen auf die DIN 18040.
die 18.040, das kann man hier in der Fußnote sehen, verweist wieder in einem Abschnitt auf die 32.975. Und da werden hier K-Werte definiert, wofür zum Beispiel großflächig verglaste Wände, für Griffe, Zargen und Wände. Jetzt müssen wir natürlich auch wissen, wie man diese K-Werte dann errechnen kann. Ja, da gibt es solche Schablonen vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die weißen Punkte werden dann ausgeschnitten. Ich könnte das auf das jeweilige Farbmuster drauflegen und da steht unter jeder Farbe so ein Zahlenwert. Und damit kann ich dann hier unten nach diesem Beispiel mir diesen K-Wert nachher errechnen. Das wird in der Realität wahrscheinlich nie jemand machen. Und gerade auch im Bereich von, ja, ich sag mal, Holzreproduktionen oder Türoberflächen, wenn wir da keine Unifarbtöne haben, wird es auch mit Sicherheit schwierig sein. Aber behalten Sie es trotzdem mal im Hinterkopf, wenn Sie irgendwann mal tatsächlich für sehbehinderte Personen irgendwie im Gebäude tätig sein sollen, erinnern Sie sich an diese Folie und sagen Sie in Gedanken dann einfach nochmal Danke und dann sind wir wieder quitt. Ja, ansonsten können Sie das eigentlich ja halbwegs ausklammern. Was eigentlich immer ein Thema sein wird, sind die Bedienkräfte. Die Bedienkräfte sind dann auch wieder in einer separaten Norm gefordert. Und da geht es darum, was wir maximal an Kräften nachher einsetzen dürfen. Für handbetätigte Beschläge, das ist die klassische Drehtür, da ist ein Drücker dran, wo ich mit der ganzen Hand dran greifen kann, sind es maximal 25 Newton. Das entspricht nachher einem Gewicht von 2,5 Kilogramm, was ich dann bewegen muss. Das ist nicht immer so ganz einfach darzustellen. Also es ist, wie gesagt, immer die Kombination Türblattaufbau mit dem jeweiligen Schloss, der Drückergarnitur und als Element mit dem Schließblech. Also es muss alles zusammenpassen nachher auch, was zum Beispiel Montageluft angeht oder Falzluft, Einstellarbeiten, alles das zählt zusammen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich mit vielen Bereichen ohne Probleme dann auch machbar. Dann gibt es noch die fingerbetätigten Beschläge, die Schiebetüren. Wie gesagt, eigentlich eine Griffmuschel, wo ich reingreifen und den Fingerspitzen an die Tür betätigen kann. Da haben wir nur 6 Newton. Dass wir sind eigentlich grundsätzlich eh im Bereich der Handbetätigung durch Griffstangen, aber trotzdem sind da Werte vorgeschrieben. Aber auch diese können eingehalten werden, eigentlich durch die gängigen Schiebetürbeschläge. Es sind immer aufgehangene Türen auf, ja, ich sag mal, Kunststoffgleitrollen, die auch sehr reibungsarm funktionieren. Das Ganze zählt jetzt nicht für so einen, ich sag mal, gusseisernen Beschlag, der dann ja sehr puristisch zwar wirkt, aber dann auch ja jedes Geräusch oder jede Bewegung zu hören ist. Also die klassischen Standardbeschläge, die werden damit eigentlich immer zurechtkommen. Ja, aber auch das kann zu viel sein. Also wir müssen dann immer betrachten, es geht nicht nur darum, die Tür einfach nur auf und zu zu machen, sondern auch verriegeln und entriegeln. Und da kann dann halt zum Beispiel auch mit einem Panikschloss gearbeitet werden, was selbstverriegelnd ist. Mit dem Vorteil nachher, die Tür ist immer verschlossen, das, was die Versicherung haben will. Ansonsten bezahlt die unter Umständen nicht. Und der Vorteil, wenn ich nachher das Gebäude oder die Wohnung verlasse, reicht einmal die Drückerbetätigung. Und selbst wenn ich von außen heimkomme, die Tür war verriegelt, dann muss ich nicht mit dem Schlüssel ja zweimal entriegeln, was dann in der Regel so 4, 5 ja, Bewegungen mit dem Handgelenk bedeutet, sondern es reicht nachher aus, den Schlüssel eine Viertelbewegung nur zurückzudrehen. Und damit sind alle Verriegelungspunkte auch komplett wieder zurückgefahren. Also einfach schauen, wer steht einem gegenüber. Das fängt auch nachher an mit dem Spion zum Beispiel. Dann macht es auch einen Unterschied, ob die Person, die mir gegenübersteht, die den Wohnungseingang verkauft, ob die 1,80 Meter groß ist oder 2,10 Meter. Norm Spionlochbohrung auf 1,40 Meter ist für eine 1,80 Person schon mit einer guten Kniebeuge verbunden. Und die 2,10 Meter Person, die muss sich schon richtig bücken. Also da kann man mit einfachen Mitteln eigentlich schon relativ schnell dem Kunden dann auch helfen. Ja. Die barrierefreiste Lösung eigentlich, was das Thema Bedienkräfte angeht, das sind dann automatische Antriebe im Bereich der Drehflügeltüren, die klassischen Drehflügelantriebe. Das heißt, man findet das oft bei sehr schweren Türen oder gerade auch in Krankenhäusern, da wo halt auch ja viele verschiedene eingeschränkte Personen durch müssen. Das Problem an diesen Drehflügelantrieben ist, sobald ich den an ja, ein Türelement dranbaue, wird aus der ganzen Tür eine Maschine. Es gilt die Maschinenrichtlinie mit den entsprechenden Vorgaben. Das heißt, es muss immer zusätzliche Schutzmaßnahmen geben. Auch hier immer ein Fingerklemmschutz beidseitig. Dann auch eine Öffnungs- und Schließbereichüberwachung über Sensorleisten oder Radarwarner, sodass der Antrieb mich einfach nicht umschieben kann. Die Kräfte, die hier wirken, sind einfach sehr groß. Das heißt, die ganze Tür hätte grundsätzlich auch so viel Kraft, ja auch einen erwachsenen, gestandenen Mann da einfach mal umzuschubsen. Um das halt zu vermeiden, Verletzungen entsprechend nicht entstehen zu lassen, muss halt diese Absicherung erfolgen. Dann muss
so ein Türelement abgenommen werden. Es muss jährlich gewartet werden von jemandem, der auch die Sachkunde hat. Und es muss eine monatliche Funktionsüberprüfung geben. Und es ist immer dann auch ja, mit entsprechenden Wartungskosten dann da zu rechnen. Das hat man bei den Schiebetürsystemen nicht. Wir erinnern uns, die fingerbetätigten Beschläge, die generell weniger Kraft brauchen. So ist dann auch bei den Motoren, die da eingesetzt werden, sodass man da immer noch an diesem, ja, erstmal an dieser Maschinenrichtlinie vorbeikommt. Das heißt, da hat man nachher nicht diese hohen Kosten, auch in der Installation einfach ein paar Vorteile. Es muss zwar auch hier Strom rein, aber die ganzen Einstellungen sind hier deutlich einfacher zu machen als bei so einem klassischen Drehflügel. Ja, dann gibt es noch den Hinweis der selbstschließenden Elemente. Da zählen zum Teil halt auch die Drehflügelantriebe dazu. Also wenn ich den an eine Feuer- oder Rauchschutztür dran baue, dann ist auch ja, gleichzeitig eine Feststellanlage. Es kommt eine zweite Wartung und Abnahme dazu. Macht die gleiche Person im gleichen Zeitraum, aber sie wird zwei Rechnungen schreiben. Das heißt, es wird doppelt so teuer nachher. Da gibt es halt auch Vorgaben für normale selbstschließende Elemente ohne Drehflügelantriebe. Es soll halt so sein, dass das Öffnungsmoment des Obentürschließers die Größe 3 nicht überschreitet. Das Öffnungsmoment muss man unterscheiden von der Schließkraft nachher. Es ist zwar in der Tabelle, in der Norm direkt gegenübergestellt, aber die Schließkraft sagt aus, wie viel Kraft der Schließer braucht, um die Tür zu schließen. Das Öffnungsmoment ist die Kraft, die ich als Nutzer erstmal hineinbringen muss. Und da kann es Unterschiede geben durch Konstruktionsweisen. Dormakaba macht es zum Beispiel mit der herzförmigen Nocke. Das ist das stark abfallende Öffnungsmoment. So steht es bei denen in den Marketingunterlagen mit drin. Das heißt, man muss dann nachher feststellen können, dass wirklich dieses Öffnungsmoment geringer ist. Und das geht manchmal auch mit größeren Schließkräften als der Größe 3. Wie gesagt, da muss man das Ganze ein bisschen betrachten. Grundsätzlich aber aufpassen, Obentürschließer bei Brand- und Rauchschutztüren müssen immer auf Größe 3 eingestellt sein. Das heißt, rein von der Norm her kann man hier schon Probleme bekommen. Und dann, wenn wir noch größer werden als 98,5 in der Breite, dann muss ich schon auf Größe 4 gehen. Das heißt, es geht nicht grundsätzlich mit jedem Schließer. Dormakaba zum Beispiel sagt aber, für alle Schließer bis Größe 5 bleiben wir unter diesen 47 Newtonmetern und Geze mit allen Schließern bis Größe 4 und mit dem Geze TS5000 Easyline auch bis Größe 5. Ja, da gibt es den Hinweis auf Feststellanlagen. Das heißt, die Tür wird einfach dauerhaft offen gehalten durch einen Wandmagneten oder einen Magnet in der Gleitschiene oder es kommt ein Freilaufschließer zum Einsatz. Das heißt, die Tür wird einmal gegen eine Federkraft geöffnet, ist danach frei beweglich, wird aber im Brandfall trotzdem schließen, weil das Ganze mit dem Rauchmelder entsprechend abgesichert ist. Aber auch hier Wartungs- und Abnahmekosten, die hinzukommen. Und dann wird empfohlen, auch stufenlos einstellbare Schließkraft zu verwenden. Das heißt, vielleicht nicht immer automatisch auf Größe 4 zu gehen. Manchmal reicht auch 3,5 aus. Also diese Größe ist zwar nicht genormt, aber einfach mal irgendwie so ein Zwischending zu nehmen. Und auch Schließverzögerungen, dass die Tür einfach mal ein bisschen aufbleibt, ich wirklich sicher durch kann mit meiner Beeinträchtigung, zum Beispiel im Rollator, und die Tür erst dann anfängt, langsam zuzukommen. Also hier gibt es dann, ja, wie bei jedem Obentürschließer, einfach ja, persönliche Bedürfnisse. Die einen mögen es ein bisschen schneller, was das Türschließen angeht, die anderen ein bisschen langsamer. Aber gerade wenn es in den Bereich Barrierefreiheit geht, ist es meistens so, dass man auch wirklich die Maximalzeiten von 30 Sekunden dann auch ausnutzen sollte. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen bildlich an, dass wir von den Texten so ein bisschen wegkommen. Also der Drehflügelantrieb, jetzt mal hier dargestellt. Es geht also um die automatische Türöffnung. Hier ist dann dargestellt einmal in 850 mm Drückerhöhe, ein Taster zur Betätigung. Das ist jetzt nicht dargestellt, wäre aber dann auch auf der gleichen Höhe. Und das ist was, was man jetzt nicht einfach nachrüsten kann, sondern wir müssen hier dafür sorgen, dass das ganze Element auch vorgerüstet ist. Einmal benötigt die Tür entsprechende Festpunkte, um den Arm dann auch zu befestigen. Also wenn man da eine Wabentür einfach nur hätte, wo oben einfach das Rahmenholz ist, dann wird da irgendwann einfach nur der Metallarm durch die Gegend fahren, weil die Schrauben ausgerissen sind. In der Regel sind wir hier im Bereich der Funktionstüren. Das heißt, wir haben da andere Rahmenkonstruktionen, auch andere Innenlagenkonstruktionen, sodass das funktioniert. Man sollte es aber in der Regel trotzdem schon mal abklären. Dann ist bei der Zarge wichtig, dass wir auch da eine Vorrichtung machen. Das heißt, wir brauchen einen E-Öffner und einen Riegelschaltkontakt. Der E-Öffner deshalb, weil die Tür ja in der Regel nur durch die Falle gehalten wird. Wenn sie zufällt, das ist auch nachher das Thema des Drehflügelantriebs, die Tür soll eigentlich geschlossen sein. Wenn die Tür zufällt, wird sie nur durch die Falle gehalten und der E-Öffner kann die Falle einfach freigeben und dann wird der Arm in Bewegung gesetzt. Dann muss es aber auch möglich sein, zu sagen, okay, die Tür wird auch mal verschlossen, also abgeschlossen.
Da brauche ich dann einen Riegel-Schallkontakt. Und wichtig ist dann, dass ich auch eine entsprechende Steuerung in diesem Antrieb habe, der die Sachen entsprechend anfragt. Ich gebe den Öffnungsimpuls durch einen Taster oder durch einen Bewegungsmelder. Da muss er erst prüfen, bin ich abgeschlossen? Ist die Antwort ja, darf nichts passieren. Ist die Antwort nein, dann wird der E-Öffner freigegeben. Erst dann darf sich der Arm in Bewegung setzen. Wenn da einer dieser Parameter irgendwie ein bisschen außer der Reihe geht, dann ist auch wieder das Ergebnis das gleiche, dass wir nachher hier beschädigte Elemente oder einen beschädigten Drehflügel haben. Ja, die Ansteuerung kann dann über einen Handtaster, normale Wandtaster erfolgen, durch ja, Handsender, Fernbedienung, also einfach Programmschalter, die dann auch eine Dauerauffunktion zum Beispiel gewährleisten und auch Bewegungsmelder. Wie gesagt, wenn ich das ganze Ding dann auch noch an eine Brand- oder Rauchschutztür dran baue, dann müssen da auch entsprechende Zulassungen wieder vom Drehflügelantrieb erfüllt werden, sodass dann da auch ja, Abnahme und Wartung weiterhin auch vorgegeben sind. Dann gibt es aber auch einfachere Lösungen, wie hier zum Beispiel einmal so eine Aufzugstange. Wir haben dann neben dem normalen Drücker noch eine Griffstange dran gemacht, um die Tür auch aufziehen zu können, aus dem Sitzen, aus dem Rollstuhl. Unten das Stoßblech, der Metallstreifen, der hat das Anfahren im Rollstuhl auch ermöglicht, dass da keine Beschädigungen stattfinden. Werden wir jetzt auch ab dem Jahreswechsel im eingebauten Zustand anbieten zum Beispiel. Im Moment ist noch eine reine Nachrüstlösung. Haben da jetzt auch schon die Prüfung für die Brandschutztüren bestanden, sodass da dann auch ja, zum Jahreswechsel eine entsprechende Lösung dann schon werkseitig erfolgen kann. Ja, die Schiebetürantrieb Scala, wie gesagt, automatischer Schiebetürbeschlag. Auch hier Ansteuerung durch Taster, Fernbedienung oder Bewegungsmelder. Ja, und wenn auch hier, genau wie bei einer Drehflügel, bei einem Drehflügelantrieb, wenn der Strom ausfällt, ist die Tür trotzdem immer noch nutzbar. Es sind immer im Bereich der Sicherheit Ruhestromprinzip. Das heißt, wenn der Strom wegfällt, werden die Motoren auskuppeln und die Türen können ganz normal begangen werden. Mit einem leicht erhöhten Widerstand, weil ich ja die Motoren trotzdem noch irgendwie oder die ja, Zahnriemen etc. bewegen muss. Aber die Türen werden mich niemals irgendwo aussperren. Ja, dann das Thema sensorische Einschränkungen, also ja, das Sehen grundsätzlich. Jetzt haben wir hier auch nicht die Schablone draufgehalten, aber trotzdem mal so ein paar Beispiele. Links zum Beispiel eine dunkle Tür mit einer hellen Zarge. Das Ganze ein bisschen hervorheben, kann auch umgedreht sein. Es könnte auch sein, dass man einfach nur sagt, okay, ich habe hier vielleicht ein komplett weißes Element und mache die Kante dann in schwarz oder dunkelgrau zum Beispiel. Hauptsache, die Tür ist als solche zu erkennen. Also eine Tapetentür zum Beispiel wäre hier denkbar ungünstig, die sich also in die Oberfläche der Wand irgendwo einfühlt. Kann gestalterisch zwar Vorteile haben, aber in dem Thema Barrierefreiheit ist es definitiv ja, falsch angebracht. Was auch möglich wäre, wie hier zum Beispiel bei den Intarsia-Türen, dass man sagt, okay, der Schlossfries wird hervorgehoben. Das wären jetzt Maßnahmen, die wir halt in der Fertigung dann so steuern könnten. Aber auch da gibt es Nachrüstvarianten, dass man zum Beispiel einfach mit Folien nachher sagt, okay, der Schlossbereich wird auch hier hervorgehoben. Die Tür wird direkt erkannt, beziehungsweise die Betätigung der Tür, sodass man da ja den Leuten auch entsprechend helfen kann. Dann gibt es auch die Vorgaben zu Sicherheitsmarkierungen bei Gläsern, also entweder Ganzglastüren oder großflächig verglaste Flächen, dass man im Bereich 40 bis 70 cm und 1,20 m bis 1,60 m auch Markierungen macht. Nicht wie hier einfach so einen roten Streifen, sondern helle und dunkle Farbanteile, auch da einfach eine wechselnde Schattierung, dass man halt nicht dagegen läuft. Wenn einfach nur eine normale Klarglasscheibe da wäre, dann ja, gibt es da schöne Videos im Internet und man hat es vielleicht auch schon mal live gesehen. Wenn es einem nicht selber passiert, ist es immer lustig, aber ja, ist immer blöd, wenn dann irgendwer dann doch seinen Gesichtsabdruck da verewigt hat und es kann halt auch wirklich sehr schnell zu Verletzungen führen. Man sieht es auch immer zum Beispiel im Supermarkt bei den Schiebetüren, die dann ja die Eingangstüren darstellen, auch da sind immer irgendwelche ja, Farbanteile mit drin, meistens auch mit der Öffnungsrichtung, mit Pfeilen, dass man auch weiß, wie rum das Ganze aufgeht. Und die Vorgabe, die es dann auch noch gibt im Bereich der Barrierefreiheit, generell Verbundsicherheitsglas einzusetzen, um halt da auch einfach ja, mit dem Sicherheitsglas des VSG-Glases entsprechende Sicherheitseigenschaften dann auch gewährleisten zu können. Ja, dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, mit einfachen Beschlägen zu arbeiten. Zum Beispiel so ein nach unten abgewinkelter Drücker, hier der Dorma Premium 8810. Der hat mit Sicherheit jetzt in der Corona-Zeit auch nochmal so ein bisschen eine kleine Renaissance erlebt. Betätigung durch den Ellbogen wird vereinfacht. Es gibt aber auch einfache Kunststofflösungen, die auf einem normalen L-Form-Drucker aufgeschraubt werden können, ja, um halt einfach die Reinheit auch zu erhalten, dass man nicht über dran packen muss, gerade im Bereich des Gesundheitswesens, entscheidender Faktor. Aber es gibt dann auch wieder noch andere Lösungen. Wie gesagt, Beschlagstechnik, der klassische Fingerklemmschutz, immer bestehend aus dem Finger, aus dem Klemmrollo.
Das ist hier ein federngespannter Stoff, dass ein Eingreifen hier in den Falzbereich unterbunden wird. Genauso muss ich aber auch im Bereich der Bänder auf der Aufdeckseite dafür sorgen, dass die Lücken zwischen den Bändern und unterhalb des Bandes geschlossen werden durch ein Profil im Durchmesser der Bänder. Das sind das immer zwei Positionen, die auch da benötigt werden. Es geht da also um den Schutz von schwachen Personen. Das sind dann halt Kinder oder alte oder Demenzkranke, die halt nicht wissen, dass man da nicht hingreifen kann oder darf, weil halt diese Nebenschließkante immer der gefährlichste Bereich einer Tür ist. Wenn ich im Bereich der Schließblech- oder Schlossseite, also der Hauptschließkante, meine Finger in der Tür habe, die Tür fällt zu, dann sind die Finger gebrochen oder geprellt, auf jeden Fall verletzt. Aber wenn ich das Ganze jetzt im Bereich der Nebenschließkante mache, dann kann es auch sein, dass durch die geringe Falzluft die Finger einfach abgetrennt werden, weil hier nicht nur die Kraft der Tür an sich wirkt, sondern auch immer noch der Hebel der Tür. Eine Tür ist in der Regel 1 Meter breit ungefähr und der Meter Hebel dann auch bei einer schweren Tür unter Umständen sorgt dafür, dass so ein Finger unter Umständen tatsächlich abgetrennt werden kann und deshalb diese Nebenschließkantensicherung. Dann hatten wir eben das Thema der Leimungstiefe. Diese 260 mm sind nun mal in der Norm geschrieben. Die kann ich jetzt auch nicht einfach da rausholen. Aber trotzdem gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich tiefere Wandstärken habe, da einfach mit ein paar anderen Effekten das Ganze zu vereinfachen. Und zwar diese Schrägleimungszangen als Beispiel, die eigentlich alle namhaften Stahlzangenhersteller auch im Programm haben, die nachher einen besseren Einfahrtwinkel ermöglichen. Also die Flurbreite ist vorgegeben. Und dann kann ich aber hier einfach diesen Einfahrtswinkel verändern und kann eventuell dann doch mit einer dickeren Wandstärke oder einem kleinen Flur trotzdem das Zimmer mit den entsprechenden Möglichkeiten dann erreichen. Ja, dann schauen wir uns zum Schluss noch eine Möglichkeit an, eine Tür umzurüsten. Es ist ja nicht immer gesagt, dass die Tür auch reif wäre, ersetzt zu werden generell. Es kann ja sein, dass man gerade erst frisch gebaut hat, dann durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt. Das heißt nicht, dass man das ganze Element direkt wegschmeißen muss, sondern man kann dann im Bereich der Tür auch ein paar Sachen nachrüsten. Wie gesagt, so ein Blech kann man auch aufkleben. Haltestangen im Bereich der Funktionstüren zum Aufziehen sind auch möglich. Entweder den normalen Spion durch einen digitalen Spion ersetzen oder das Türblatt generell erstmal mit einem Spion ausstatten. Und dann gibt es hier auch von FSB so einen schönen Drücker, der aus der normalen Drückerhöhe 1,5 Meter durch eine entsprechende Umlenkung das Ganze 20 cm nach unten setzt und so auch dann nachträglich die Tür über diese rollstuhlgerechte Drückerhöhe von 850 mm verfügt. Ja, und das war die Zusammenfassung, Thema Barrierefreiheit der Innentüren. Damit wäre ich am Ende. Mal kurz die Freigabe beenden. Jawohl, und damit haben Sie natürlich noch die Möglichkeit dazu, die Fragen zu stellen. Nutzen Sie dazu einfach den Chat und dann können wir noch auf die Fragen dann entsprechend eingehen. Markus, du hattest jetzt die ganze Zeit von Nachrüsten gesprochen. Was ist denn in dem Sinne auch werkseitig machbar? Also die Drehflügelantriebe zum Beispiel, sind die denn auch schon bei euch bestellbar? Grundsätzlich ja, wir könnten sie mitliefern. Das ist aber so ein Punkt, wo wir eigentlich eher direkt an die Hersteller verweisen. Also bei uns halt Geetze und Dormakaba. Weil halt auch die Abnahmen und die Wartungsverträge vorgeschrieben sind für diese Bereiche. Das wären jetzt auch die einzigen Elemente, wo wir zum Beispiel beim Brand- und Rauchschutz auf den Obentürschließer verzichten würden. Weil wir halt über die Zagenvorrichtung mit E-Öffner Riegelschallkontakt nachher ganz klar nachweisen können, hier kommt ein Drehflügelantrieb dran. Wie gesagt, das ist für uns auch nur ein Handelsprodukt und deshalb verweisen wir da auch direkt an die Hersteller, die auch mit ihren Servicegesellschaften dann direkt den Anbau, die Wartung und auch die Abnahme dann übernehmen können. Und muss ich denn für die Nachrüstung oder für die Montage dann entsprechend als Handwerker dann auch zertifiziert sein? Also brauche ich dafür irgendeinen Nachweis, dass ich dann das dann ranbauen darf oder darf das jeder machen? Nee. Also grundsätzlich darf man, egal ob jetzt Barrierefreiheit oder Brandschutz oder Rauchschutz ein- und anbauen, darf man grundsätzlich alles, was in den Zulassungen beschrieben ist. Dann geht es eher nur um das Thema einmal unter Strom setzen. Das heißt, irgendwie muss ja da auch von 230 Volt auf in der Regel 12 Volt das Ganze umgewandelt werden. Drei Drähte, die verbunden werden müssen, das darf halt nur eine Elektrofachkraft machen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, Wartung und Abnahme, das ist wieder vorgeschrieben. Das müssen wieder dann sachkundige Personen machen, die also entsprechende Lehrgänge bei den Herstellern besucht haben oder bei diesen Herstellern arbeiten. Also nochmal ein ganz eigenes Feld und da sollte man dann aufbauend zum Türenthema, wenn man das machen möchte, natürlich sich noch fortbilden entsprechend. Ne? Genau. Also für die Drehflügelantriebe kenne ich es nicht, da habe ich noch keinen Lehrgang besucht. Bei Feststellanlagen war ich selber schon mal bei den Herstellern, dass man in der Regel 2 Tage auf dem Seminar, kostet um die 500 Euro und dann darf man dann 5 Jahre lang den einen Hersteller die Abnahme machen, aber auch bei allen anderen Herstellern die Wartung.
Ja, und nach 5 Jahren muss das Ganze dann wieder aufgefrischt werden. Perfekt. Dann haben wir noch eine Frage. In welchem Bereich sind denn diese 20 mm Schwellenhöhe denn erlaubt? Wie gesagt, grundsätzlich beim Wohnungseingang oder auch beim Hauseingang, wobei man über diese 20 mm in der Norm auch schon länger streitet. Wie gesagt, bei den Wohnungseingangstüren brauchen wir es in der Regel sowieso nicht, weil wir da den Bodendichtungen eigentlich entsprechende Werte erzielen. Und Atma als, ja, ich sag mal, Marktführer der Bodendichtung hat auch Lösungen sogar für Außentüren, die sogar schlagregendicht sind. Deshalb die dann auch sagen, okay, es ist nicht mehr Stand der Technik und die versuchen schon länger, diese 20 mm komplett rauszubringen aus der Norm, also auch bei den Hauseingangstüren. Aber es ist halt bei Normen nicht immer so ganz einfach. Da muss halt ja, die Konsenspflicht eingehalten werden. Das heißt, müssen auch alle dafür sein. Und weil Atma halt nicht alleine dann im Bereich der Dichtungen da sitzt, ist das nicht so ganz einfach, die dann mit rauszubringen. Mhm. Also ja, grundsätzlich ist sie überall zugelassen, außer innerhalb der Wohnung. Wohnungseingang, Hauseingang ist zulässig. Aber wie gesagt, wir brauchen sie nicht, weil wir in der Regel einfach diese klassischen Bodenübergangsschienen haben. Wir brauchen nur eine glatte Ebene Fläche für die Bodendichtung und die wird durch eine normale Übergangsschwelle oder Schiene dann schon erreicht. Ja, genau. Okay. Das ganze Thema ist natürlich jetzt hier stark zusammengefasst. Es würde natürlich noch viel, viel tiefer gehen, noch viel, viel mehr. Wenn ich Fragen habe als Kunde, als Handwerker, kann ich mich doch sicherlich gerne dann an euch auch wenden, oder? Beziehungsweise ja, wahrscheinlich auch über die Klöpfer Außendienstler. Genau, ja, über euch an uns ist kein Thema. Wie gesagt, klar, wenn jemand anruft, dann kriegt er auch direkt eine Antwort. Aber es ist immer halt schön, wenn man da so ein bisschen auch einen Bezug hat, wo die Reise hingeht. Aber wir versuchen grundsätzlich eben zu helfen. Stark. Super, dann vielen, vielen Dank, Markus, für den kurzweiligen Vortrag. Wie gesagt, Sie bekommen natürlich auch die ganzen Unterlagen und die Aufzeichnung nochmal zum Nachlesen, zum Nachhören und zum Nachsehen natürlich nochmal zugeschickt im Laufe des Tages. Markus, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns am Freitag wieder, speziell zum Thema Schiebetüren, hatten wir jetzt schon teilweise angerissen. Da geht es nochmal tiefer in die Materie. Da fangen wir aber tatsächlich auch bei Grundwissen 0 an sozusagen. Das ist auch für unser jüngeres Publikum gedacht. Und genau, Freitag 13 Uhr sehen wir uns am besten gleich wieder und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt in den Feierabend. Danke dir, Markus. Ja, auch vielen Dank an alle und hoffentlich bis Freitag. Tschüss zusammen. Genau. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald. Ciao.